Sagt er und kriegt dann wahrscheinlich gleich richtig auf die Nase. Mal gucken. Die Titanrüstung ist wahrscheinlich nicht mehr drin. Nee. Oh doch, das hält gar nicht an für Repair. Ja, macht Sinn. Okay, das heißt, wir haben jetzt die Titanrüstung. Wir haben alle unsere Leute da. Das passt. Also, niedrigster Offizier, den wir haben. Full Up und Two Tiers. Two Tiers ist gerade erst befördert worden, ne? Ja, dann ist das doch die richtige Mission für Two Tiers. Dann fangen wir unten an bei den Sergeants. Ein Gunner. Nein. Die Klasse gibt's ja auch noch. Ja, aus gutem Grund habe ich die Klasse aber nicht wirklich weiter ausgebaut. Also für mich einen guten Grund. Ich weiß, es gibt ein paar von euch, die sind richtige Fans von den Gunner und machen den zu Suppression-Monstern und was weiß ich. Aber ich sehe keinen wirklichen Grund in dem Gunner, weil Infanterie auch Suppression-Perks bekommen. Zwar nicht mit so tollen Perks wie die Gunner, aber... Ja, dafür eine extra Klasse, die immer noch zwei Felder weniger pro Runde sich bewegen kann und... Nee. Aber gut, geben wir Maxi eine Chance. Maxi kann mit. Und dann... Medic klingt gut. Angie ist immer super. Ich wollte auch ein paar Tech Sergeants mitnehmen, ne? Damit da nicht alles den Bach runtergeht. Ja. Rocketeer, falls was geschreddert werden muss. Ein Scout muss noch her. Feuerbad, ja, sehr gut. Was haben wir noch? Ein Texan Assault. Und noch ein Gunner. Ah, das ist der General, ja. Der General, der ist okay. Aber wir können immer nur einen mitnehmen, weil ich glaube, ich habe nur eine. Eine Heavy Gauss Waffe. Von Puls ganz zu schweigen oder Plasma. Ich muss noch ein bisschen warten. Noch einen zweiten Assault. Nein, wir haben auch keine zweite Assault-Waffe. Das sollte ich bei Zeiten mal ändern, weil Assaults sind sehr praktisch. Ja. Also zwei schwere Plasma-Waffen. Später, wenn wir die Sachen dafür haben. Zwei schwere Plasma-Waffen, zwei Assault-Plasma-Gewehre, wie auch immer die denn heißen. Und zwei Plasma. Damit wir jede Klasse zweimal mitnehmen können, je nachdem, was für eine Art von Mission und was für eine Art von Karte das ist. Jetzt aber nochmal dich. Du bist eine schöne letzte Ergänzung. Du kleiner, spieliger Mann, der eine große Rüstung anzieht. Aber den Rest der Ausrüstung mache ich mal ohne euch. Jo, alle ausgerüstet, so gut es geht. Feuerbart hat auch den Boost bekommen für Psi-Kräfte, damit auch unsere Psi-Brigade ein wenig an Zuwachs bekommt. Allgemein haben die natürlich auch mit einem Sergeant oder Tech-Sergeant-Rang nicht jetzt unbedingt die Perks, die ich gewöhnt bin. Also ich muss bei der Mission vorsichtig sein, dass ich nicht davon ausgehe, dass jeder halt Double-Shot hat oder C-Wegsprengen-Perk und so den Geschichten. Das in der Richtung könnte schon ein wenig... anspruchsvoll werden. We're heading into China for the next operation. Oh, die Karte ist gut. Für das, was ich vorhabe. We've just received another report of an abduction in progress in a densely populated urban center. If we allow the aliens to succeed, it's going to spread panic throughout the area. Ja. Und ich habe vor, wieder Plasmawaffen in Gewahrsam zu nehmen, da die Mission ja eigentlich machbar sein sollte, weil Medium und so, ne? Habe ich auch wieder vier Stun-Guns dabei. Das heißt, ich hoffe mir mindestens eine Plasmawaffe hier rauszuholen. Also eine Plasmawaffe und zwei Beförderungen. Das ist so mein ungefähres Ziel. Und kein Toter, natürlich. Hm? So, kein Kontakt. Eine Gruppe da drin vermutlich. Gucken wir mal, ob wir die auslösen. Nein, aber du siehst Beute. Einmal hier irgendwo, einmal dahinter und direkt östlich von uns ist ein Trupp. Das ist unangenehm. Wegen Flankierung. Dann geht der Rest doch bitte mal entsprechend. Mist. Entsprechende Deckung, wollte ich sagen. Oh hey, wir sind nur 30er, das ist albern. Zwei sind noch getarnt.
Weapons free. Recht alles falsch hier, oder? Der Trupp war doch gar nicht auch noch mal da. Doch, das war ein anderer Trupp, ja. Ich hätte nicht, dass ich ihn hier sehen kann. Also, zwei Seeker, ein Mektoid und eine Drohne sind noch aufgedeckt. Das ist er wohl. Ich sehe aber nichts zum Stun, ne? Was bist du? Du bist der Scout. Also der richtige Scout, nicht sich der Rat gemacht hat. Ja, du solltest putz sein. Die Geräusche sind cool von dem Ding, aber. Ja. Das war's dann auch. Detect-Biste, der Bot ist allerdings nicht. Jetzt kommt noch einer. Ja. Bot ist allerdings nicht in der Position, dass er sie flankieren könnte. Ja, Gott. Stiefel da einfach so über den Tresen, das sah cool aus. Ja, das ist fast flankiert, da hast du einen guten Boost bekommen auf die Trefferchance. Und du sagst. Ja, an den hinten werden wir vielleicht nicht rankommen. Wahrscheinlich sogar nicht rankommen. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Also, ich hätte gerne. Nochmal einen Blick hier drauf, dass wir nicht noch einen Trupp auslösen. Nö, ist alles gut. Dann dich hier hinten hin, damit du nicht dem Medic im Weg stehst. Und du taggst bitte. Den Bot. Ja. Der Bot hat keinen Zurückschuss-Perk. Das heißt, wir müssen uns da keine Sorgen machen. Und hätte er ihn gehabt, ne, wäre er ausgewichen. Dann. Auf dich, ne? Vorher schreddern. Na, schredder mal. So, einen kleinen mitgenommen, ist auch super. Du kannst von da aus nicht. Doch, kannst du. Ah, sehr schön. Den Blattkratzer da beheben, dass es nicht zu irgendwelchen Unfällen kommt. Und noch einen regulären Schuss auf das Ding. Ja, ist okay. Adjusting my sights. Dich. Oh, du bist auch ganz schön angeschlagen, ne? Ich hätte mal lieber den Weg heilen sollen. So, Rapid Fire 100% da drauf. Ja, sehr gut. Naja, zweite nicht unbedingt, aber ist vertretbar. Weg. Groß kam weg. Nicht? Oh, okay. Kannst du sogar den hinten erwischen? Das hätte ich nicht erwartet. Okay, 35% ist jetzt nicht so wahrscheinlich, ne? Der wird wahrscheinlich eher gleich abhauen. Oh, suppress ihn doch einfach, den kann er nicht ordentlich abhauen. Oder ist zumindest eher dazu angehalten, Füße still zu stehen. Und ist bei dir 31. Geh du am Oberbau quasi den Weg. Ja, du willst weglaufen, ne? Tust du es auch? Ja, das lösen wir ganz anders. Wir schießen einfach eine Granate in den Diner hier rein und sprengen alles weg. Wie man das halt so macht. Ja, ich hätte fast erwartet, dass das schon der letzte Trupp war. Also nur zwei Trupps bei Medium, aber. Ja. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Chance. Geht mal vor.
noch eine Chance auf Gegner, die auch Plasmawaffen haben. Kommst du an? So oben drüber. Put a plaster on it. Ja, gleich nochmal. Wir haben sie ja, ne? Ja. Oh, wir haben sogar noch zwei Trupps. Aber wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe, dann löse ich bestimmt wieder was aus. Und nee, halt die Füße still, bleib da, ist in Ordnung. Stimmen. Ich mag euch nicht. Und die haben auch nur Carbines. Du solltest nochmal schießen dürfen, wenn er sich weit genug bewegt. Hat er nicht. Und noch ein Tropf Sinman. Oder ist das Gönny dazu? Nee, ist noch ein Tropf. Aber jeweils Truppengröße 2, ne? Das hatten wir ewig nicht mehr. So, wie weit kommst du? Bis dahin. Ja, eigentlich ganz gern weiter. So, deine Deckung ist schon mal weg. Ja, warte. Zwei Felder Scatter. Ja, hoffentlich nicht die Meldcontainer. Nein. Noch mehr Deckung weg. Erinnert mich echt jedes Mal an Mu. Also sein Symbol ist vom Stil her sehr ähnlich, also vom Modernity. So, du den weg. Und du den weg. Er braucht schon Deckung. Oh. Achso, nee, das sollte ich noch. Nee, okay. Er braucht schon Deckung. Ich brauch schon Deckung. Warum seht ihr den alle nicht? Der hat da nichts mehr. Bot. Ein Bot wird eh nichts sehen. On my way. I'm watching. Dann halt Overwatch. Der Sinman sollte nichts machen können. Warum schießt nicht? Boah. Ja. Wie cool ist schon. Genau wie da. Oh, immer noch nicht vorbei. Haben die noch mehr Zweiertrupp für uns? Stichel, Stichel, Dräng, Dräng. Motion Tracker sagt nix. Ah, einer ist da hinten noch. Ein irgendetwas. Also nur ein Überbleibsel, das ich vergessen habe. Lass mal vorstampfen. Na, ich vermisse Julian. Stampf, stampf, stampf. Ich hoffe mal, die Jungs von dem Long War Mod Team sind fleißig dabei, für XCOM 2 rumzubasteln, fürs neue Addon. Bleibst du hinten, bis sie zu lahm. Ja, schade. Das war der Mate-Container. Mach mal ein bisschen Platz. Better up. Hallo. Klappt doch. So, dann. Nee, es geht da nicht. Okay. Könntest. Nee, so ist auch nicht gut. Spreng mal seine Wand da auch noch weg. Alien Material spotted. Dann bist du flankierbar. Bien.
beachtlich. Obwohl er zweimal getroffen wurde und seine Deckung weg ist, bleibt er weiter im Overwatch. Also ja, man kann sie unterbrechen, aber trotzdem. Ist schon gut dabei, der Junge. Aber ist trotzdem. We nailed it, Commander. Mission accomplished. Jo, also leider keine Plasmawaffe. Aber ich hatte auch keine Möglichkeit, eine Plasmawaffe zu bekommen. Keine Verluste, ebenfalls super. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Beförderungen haben, dann ist es okay. I'm continually impressed by the efforts of our troops, Commander. Recovering this meld substance is crucial to our scientific pursuits. Ja, nur eine Beförderung. Also keine Plasmawaffe und nur eine Beförderung. Also ist doch unter meinen Erwartungen. 11 Meld. Ja, auch Illyrium und so weiter nicht wirklich viel. Ja, China ist runter. Oder war eh nix. Was haben wir da? Ein Assault Carrier, der wird auf keinen Fall angegriffen. Swarming. In L'Avre. L'Avre? Ja, also ich muss sie machen. Sonst verlieren wir auf dem Schlag beide. Also nicht auf dem Schlag. Wir verlieren auf jeden Fall sofort Frankreich, weil wenn man die ignoriert, verliert man das sofort. Und am Ende des Monats verlieren wir dann Deutschland. Und das muss man ja nicht erzwingen, ne? Nur weil man zu faul ist, eine Mission zu machen. Und zu sehr in Richtung anderer Sachen hinstiert. Gibt mir leider keine Power Sources da. Das ist nicht ganz so schön. Irgendwas, was ich vorher noch machen sollte. Repair Bay war soweit alles okay. Forschung. Ich glaube, ich wollte das Illyrium lieber für was anderes nutzen, oder? Plasma Sniper klingt schon nicht schlecht. Maximum Damage Aufwurf und Pistolen. Ja, das will ich bei Pistolen teilweise ja gar nicht. Das ist schon okay. We have some designs for gear that will improve mobility for our soldiers and, auch für Soldaten? Ja, das erforsche ich doch mal. Ich hoffe mal, das ist kein ausrüstbarer Gegenstand. So eine Art Gehhilfe. Das wäre nicht so schön. Weil ich habe halt keine Slots über für sowas, ne?